Pflanzenöle gibt es ja wirklich unglaublich viele verschiedene. Und für welche Sorte Sie sich hier entscheiden, ist immer auch ein bisschen Geschmackssache. Schauen Sie aber trotzdem genau auf die Flasche, wie das jeweilige Öl gewonnen wurde. Die hochwertigsten Öle sind extra native, kaltgepresste Öle. Diese Öle sind allerdings empfindlich, deshalb sollten Sie sie in der Küche nicht erhitzen, damit die wertvollen Inhaltsstoffe nicht kaputt gehen, sondern am besten nur zum Abschmecken oder für kalte Salate und Antipasti verwenden. Zum Braten hingegen eignen sich die sehr viel preiswerteren raffinierten Öle. Hier sind die Fettsäuren nicht ganz so empfindlich und die spritzen auch nicht so, wenn Sie sie in der Pfanne erhitzen. Wechseln Sie ruhig mal ein bisschen durch zwischen den verschiedenen Ölsorten, denn jedes Öl schmeckt wirklich ganz eigen und hat auch eine ganz eigene Zusammensetzung an Fettsäuren. Aus gesundheitlicher Sicht würde ich Ihnen empfehlen, Olivenöl, Rapsöl, Walnussöl, Leinöl und Kokosöl in der Küche stehen zu haben.